So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Golden Edition. Wie es aussieht, sind wir mitten in einem Kampf gegen einen Rocketreepel. Der Rocketreepel sieht aus wie Jesse, gut. Und Rocketreepel setzt Superdyne. Mal schauen, was wir für ein Pokémon an erster Stelle haben. Neosun. Ganz toll. Er holt eigentlich immer dieses Pummeluff ins Team zurück. Ich weiß natürlich, wer es zurückholt, nämlich der liebe Regi, aber nach dem Kampf werde ich es sofort wieder auf die Box verbannen, dieses liebe kleine Pummeluff. Denn ich will es einfach nicht trainieren und ja, ich weiß nicht, wenn der liebe Regi es trainieren will, dann soll er es trainieren. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Seht ihr, wie unnütz es ist? Es verletzt sich sogar selbst. Und was wollen wir mit einem Pokémon, das sich selbst verletzt? Das gehört nicht ins Team. Okay. Hoffentlich bringt es sich selbst um, dann bin ich glücklich, weil ich will es ehrlich gesagt überhaupt nicht trainieren. Okay, jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Jetzt kann es noch ein paar Mal zuschlagen, leider. So, okay, Superschall hat keine Wirkung. Gut, es hat irgendwie das Zubat noch besiegt, aber nur ganz, ganz, ganz knapp. So, als nächstes kommt Rettern rein. Ja, Twaltilam, Onix. Wir setzen Neosun LPM wieder rein. Und wie es aussieht, hat das Pummeluff wieder einen Brief. Mal schauen, was uns... es hat 100 pro Regi irgendwas da drauf geschrieben. Mal schauen, was er uns Schönes geschrieben hat. Und wo sind wir überhaupt? Wie weit sind sie... Moment, wo gibt es überhaupt Team Rocket? Wo könnten sie sein? Wo könnten sie sein? Beziehungsweise, wo könnte Regi aufgehört haben? Keine Ahnung. Wir werden es bald sehen. Ach, im Phlegmonbrunnen. Gut. Als erstes gehe ich wieder raus und verbann das Pummeluff wieder auf die Box. Denn so gehört sich das. Pummeluff gehört auf die Box. Mal schauen noch, was er uns Schönes geschrieben hat. So, Brief lesen. Halt, stopp! Ich bleib im Team. Es wird sich hier überhaupt nichts ändern. Okay, du bleibst im Team, aber nicht in meinem Team, liebes Pummeluff. So, wir nehmen erstmal den Brief weg. Liebes Pummeluff, oder sollte ich dich lieber Andreas nennen? Gut. Moment. Nandas. Stimmt das an Dan? Gut, das... Ne, das können wir gar nicht mitnehmen. Wir legen erst einmal, J in die Box ab. So. Dann wechseln wir die Box. Moment. Ah, wir sind jetzt bei Box 13. Gut, dann wechseln wir auf Box 11 über. So. Ich weiß, das verbraucht extrem viel Zeit, aber irgendwie muss es auch witzig sein. Und ich werde mir natürlich das Let's Play natürlich ansehen. Und wenn ich es mir dann ansehe, will ich dann sehen, wie der liebe Regi stundenlang nach seinem Pokémon sucht. Gut, jetzt ist das Pummeluff auf der Box 11. Wir packen aber, um Regi noch ein bisschen zu verwirren, ein Pokémon in Box 10 und anschließend packen wir noch eins in Box 11, in 12. Ich weiß, es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch, aber die Zeit nehme ich mir halt. So, außerdem, ich glaube, ich werde mir in diesem Part mein erstes Teammitglied einfangen, wenn ich es denn finde, aber ich glaube, ich sollte es schon finden, denn so schwer ist es jetzt nichts zu finden, vor allem nicht im Phlegmonbrunnen. Weiß jemand schon, was es ist? Nein, ihr wisst es natürlich nicht. Lasst euch überraschen. So. Und jetzt sind Box 10, 11, 12, 13. So. 10, 11, 12, 13. Moment, wo habe ich es? 10, 11, 12, 13. Okay, 4 Boxen sind belegt. Sehr schön. Dann wechseln wir einfach mal zu Box 12, 2 über. Um die Verwirrung noch etwas größer zu machen, denn in Box 1 sind ja noch 3 Pokémon und dann könnte er ja meinen, dass sein Pummeluff in Box 1 ist. So, genug Zeit verplempert. Mir fällt gerade ein, ich hätte das Pummeluff eigentlich noch dazu gebrauchen können, um mein Team Pokémon einzufangen. Aber nun ja, jetzt ist es zu spät. Mal schauen, ob es uns jetzt schon begegnet.
Nein, leider nicht. Nur ein Zubat, aber Zubat haben wir auch noch nicht gefangen. Also fange ich es gleich mal ein. So, Tackle. Hoffentlich überlebst du das, liebes Zubat. Ja, sehr schön. Superschall. Das ist schön und gut, aber macht uns nichts aus. So, wir werfen einen Pokéball. Das sollte eigentlich reichen, um das liebe Zubat einzufangen. Heute ist irgendwie alles lieb. Aber wieso sollte es auch böse sein? Der liebe Regi, das liebe Zubat, das blöde Pummeluff. Der liebe Andreas, liebes Frauentausch. Im Flug sendet es ständig Schallwellen aus, um ein genaues Bild der Umgebung zu erhalten. Danke, Professor Eich. Sehr nützliche Information. Spitznamen? Nee, geben wir nicht. Gut, wir suchen aber noch immer mein Team-Pokémon, was ich ins Team nehmen will. Finde aber erstmal einen Supertrank. Das ist auch ganz interessant. Aber nee, ich will mein Team-Pokémon finden. Hallo, liebes Team-Pokémon. Und erst dann gehe ich weiter gegen die anderen Team Rippet. Team Rippet, Krüppel. Team Rocket, Rüppel kämpfen. Wenn ich mein Pokémon eingefangen habe. Wenn es dann irgendwie auftauchen würde. Moment. So, wenn es das nicht ist, dann spule ich so lange vor, bis wir es finden. Okay, es ist nicht das Pokémon, das ich wollte. So, jetzt setzen wir mal Hyperspeed ein. Das setzen wir eigentlich nicht ein, aber bei solchen Sachen darf man das ruhig einsetzen, würde ich mal sagen, weil sonst ist es wirklich zu langsam. Und das ist wirklich lustig, weil wenn ich dieses Hyperspeed einsetze, dann läuft mein Emulator auf sage und schreibe 10.000%. So, hier ist schon das Pokémon, was ich gesucht habe. Nehme ich ein Phlegmon und Phlegmon sollte doch einen Tackle aushalten, oder? Ja, ohne Probleme hält es das den Tackle aus. So, Heuler geht daneben und ich setze einen Pokéball ein. Ist sogar das Geschlecht, das ich haben wollte, nämlich weiblich. Und wieso ich es weiblich haben wollte, werdet ihr bald sehen, wenn ich ihm den Spitznamen gebe. Flingmon wurde gefangen. Sehr schön, neuer Eintrag im Pokédex. Es faulenzt am Wasser. Wenn es in den Schwanz gebissen wird, bemerkt es, dass es erst am nächsten Tag. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Natürlich, und zwar nennen wir ihn nicht Slow Bro, sondern Slow Sis. Denn im Englischen heißt ja nicht Phlegmon, sondern Lamus heißt Slow Bro, also Bro als Art Bruder. Und deswegen nenne ich mein weibliches Phlegmon Slow Sis. Phlegmon ist jetzt nicht wirklich das beste Pokémon, aber wenn es erstmal Lamus geworden ist, dann ist es eigentlich ziemlich cool, denn es hat ordentlich Verteidigung, also es hat ziemlich einen hohen physischen Verteidigungswert und es hat einen relativ hohen speziellen Angriffswert. Aber das erst als Lamus. Als Phlegmon hat es, glaube ich, sogar mehr Angriff als Spezialangriff, oder? Moment, mal kurz nachschauen. Slowsis, Status. Fluch, Tackle, Heul. Noch keine Wasserattacke, schade. Ja, wie gesagt, es hat jetzt momentan noch mehr Angriff als Spezialangriff. Aber später wird sich das natürlich ändern. Und jetzt will ich als erst natürlich mein Slowsis bzw. mein Neslowsis ein bisschen trainieren. Ich hatte Lamus bzw. Phlegmon nie im Team und deswegen wollte ich es jetzt einfach mal nehmen. Es hat übrigens eine recht interessante Typenkombination, nämlich Wasserpsycho. Wir sollen aufhören, den Phlegmon zu ihren Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Und deswegen habe ich übrigens auch ein Phlegmon gefangen, weil wir ihm die Route abtrennen können, wenn es mal hart auf hart kommt. Dann haben wir immer einen sicheren Garant, der uns Geld liefert. Los, los ist! Sieht ziemlich cool aus, los ist. So, jetzt setzen wir erstmal ein bisschen Fluch ein. Oh, schon ein Volltreffer. Das ist nicht so toll. Haben wir jetzt erstmal Fluch. Initiative wird gesenkt, Angriff und Verteidigung wird erhöht. Aber wie gesagt, Phlegmon bzw. Lamus ist dann ein ziemlich cooles Pokémon, finde ich. Es sieht erstens relativ cool aus, also es ist irgendwie so bekifft
und andererseits hat es halt einen richtig hohen Verteidigungswert und einen relativ hohen Spezialangriffswert und es lernt eigentlich noch ein paar coole Attacken, wie zum Beispiel Psychokinese und Surfer können wir ihm auch beibringen und was sonst noch, keine Ahnung. Es lernt einfach coole Attacken. Oh. Jetzt müssen wir darauf achten, dass Slowbro, Slowsis, du enttäuschst mich. Die Attacke ging daneben. Gut. Okay. Sehr schön. Noch ein Tackle. Den Ruckzuckieb hältst du aus, oder Slowsis? Yes. Sehr schön. Und noch ein Tackle in die Fresse. Und schon ist das Ratzfratz besiegt. Gut, das geht mir etwas zu langsam voran. Wir lassen Slowsis natürlich drin, da ich es trainieren will. Aber jetzt tauschen wir erstmal aus. So, Neosan LPM rein. Denn so geht es glaube ich etwas schneller voran. Gut, Blutsauger ist sehr effektiv gegen unser Lorblatt, aber das ist es auch gegen unser Slowsis. Also ist es mehr oder weniger egal, außerdem hat Neosan LPM oder Markus, ich sage jetzt lieber Markus, einen höheren Level, also hält es wohl eher die Blutsauger aus als unser liebes, kleines, süßes, schnuffliges, knuffliges Slowsis. Unser bekifftes Slowsis. Und Slowsis erreicht Level 7, sehr schön, das müssen wir doch noch relativ viel trainieren. Und das machen wir auch jetzt gleich, indem wir es wieder in den Kampf schicken. So, rein mit dir Slowsis. Sieht irgendwie ziemlich cool aus, finde ich, habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Slowsis sieht von hinten ziemlich cool aus und das soll irgendwie keine perverse Andeutung sein, sondern es ist einfach so, es hat einen coolen Sprite, finde ich. So. Zwei Tackle sollten natürlich wieder ausreichen, um das Zubat zu besiegen. So. Noch ein Blutsauger, yo, schon klar. Und noch ein Tackle. Damit ist das Zubat besiegt, ausgezeichnet. Slowsis und Neosan LPM, aka Markus, bekommen wieder ein paar Erfahrungspunkte. Der Team Rocket Triple wurde besiegt. Wir schicken Geld nach Hause und ein Phlegmon mit abgetrennter. Oh, mit abgetrennter Route. Huh, es trägt einen Brief. Brief lesen, ja. TJN liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Phlegmon. Danke, Papa. Okay, cool. Hat er auch einen Brief? Ein Phlegmon mit abgetrennter Route. Der hat keinen Brief, schade. Nächster Team Rocket Triple. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit stellst, gibt es für dich keine Gnade. Oh yeah. Das ist barbarisch, was ihr hier macht. Ihr trennt den Phlegmons die Routen ab. Und gebt mir nicht mal etwas von dem Geld ab, also das ist wirklich barbarisch. Würdet ihr mir etwas vom Geld abgeben, wäre es noch irgendwie vertretbar, aber da ihr mir nichts abgebt, ist es keineswegs vertretbar und gehört deswegen bestraft. Oh oh, hoffentlich nicht vergiftet. Bitte nicht vergiftet, lieber Markus, du hältst das aus. Und ja, sehr schön. Gut, mal schauen, wie viel Text wegzieht. Was? Wieso so wenig? Okay, das könnte ein etwas längerer Kampf werden, aber wir werden ihn hoffentlich heil überstehen. Gut. Schauen wir mal. Schaden durch Gift, okay. Halten wir noch einen Smog aus? Halten wir vielleicht noch einen Smog aus? Okay, ich riskiere es einfach mal. Noch einen Tackle. Nicht, dass ich hier noch verliere. Das wäre wirklich eine mittelgroße Blamage, wir halten keinen Smog mehr aus, oder? Nee, auf keinen Fall. Doch, sehr schön. Huhuhuhu, Gegengift natürlich nicht, sondern Trank erst einmal. Auf Neosan LPM. So, wieso sage ich immer Neosan LPM? Das ist ein viel zu langer Name. Ich sage lieber Markus. Oh, ich merke gerade, das bringt nicht wirklich viel, dass ich das so mache, weil. Gut, so, noch ein Tackle. Okay. Wir brauchen eine neue Taktik. Neosan LPM wurde leider besiegt, da ich mich etwas blöd angestellt habe und unbedingt mein Slowsis trainieren wollte. Oder besser gesagt, meine Slowsis. Aber nun gut, Zubat geht rein und wir heilen erst einmal unser Slowsis. So.
Und hoffentlich wird Zubat bald besiegt durch einen Tackle. Komm Zubat, du bist besiegt. Na gut, noch nicht ganz. Was hat Zubat so drauf? Blutsauger. Okay, es wird besiegt durch Tackle, sehr schön. Das wollte ich auch so. Und jetzt kommt unser Slowsis rein. Hält hoffentlich einen Tackle oder einen Smog oder was auch immer aus. Ein Smog. Ja, die Attacke geht daneben. Seht ihr, wie episch Slowsis ist? Okay, du hältst einen Smog aus, oder? Komm. Ohne Probleme. Es wird zwar noch vergiftet, aber ohne Probleme hat es den Smog ausgehalten. So, es hält natürlich noch einen Smog aus. Der geht sogar daneben. Seht ihr, Slowsis ist einfach episch. Sehr schön. Damit bekommt es jede Menge Erfahrungspunkte, erreicht Level 8 und Level 9. Ausgezeichnet. Okay, Verteidigung, Spezialangriff, sehr schön. Es wird. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Und ich bekomme natürlich wieder Geld. Ja, yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Oh yeah. Und da kommt auch schon der liebe Kurt. Weiter so, TGN. Team Rocket ist abgehauen. Meinen Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Hallo, lieber Kurt. Hi, TGN. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. TGN erhält Köderball. Sehr schön. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie mir zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Und ich gebe ihm natürlich die weiße Aprikoko. Und wir können irgendwann mal später vorbeikommen und uns den Pokéball abholen. So, was sagst du? Nichts Interessantes. Gut. So. Ist dort hinten noch eine Aprikoko? Ist hier schon eine? Hey, das ist eine weiße Aprikoko. Sehr schön, damit haben wir noch eine. Die eine haben wir ja kurz schon gegeben, aber jetzt haben wir noch eine in Ersatz. Ausgezeichnet. Heilen wir erstmal unser Pokémon. Ich würde sagen, wir bestreiten noch einen Kampf, denn ich bin ja nicht wirklich weit gekommen. Liegt halt daran, dass ich jetzt erstmal meine Pokémon, also beziehungsweise meine Slowsis trainieren will und natürlich Pummeluff so schwer wie möglich für den lieben Regi verstecken will. Vor ihm will ich es verstecken, denn Pummeluff hat mir persönlich gesagt, dass es nicht gerne in unserem Team ist und das respektiere ich. Regi respektiert das nicht. Er möchte es irgendwie wie ein Sklaven in unserem Team haben. Aber ich sage mir so, ja okay, wenn du nicht in unser Team willst, wir nehmen dafür Slowsis. Außerdem ist Slowsis viel epischer als dieses blöde, wie heißt es schon wieder? Pummeluff, genau. Oder Andreas. Ich nenne es ab heute Andreas. So, noch ein Fluch. Oh, Giftstachel. Nicht vergiften. So, zweimal Fluch genügt, denn ich will es nicht riskieren, dass wir vergiftet werden, also greifen wir schon mal an. So, das geht wirklich extrem schnell voran, muss ich sagen. Okay, wir ziehen doch ordentlich viel weg. Er setzt Fadenschuss ein, aber wir sind sowieso schon lahm wie ein Slowbro. So lahm wie ein Slowbro. Das ist übrigens ein Sprichwort. In der 5. Generation, da hat, wie heißt das schon wieder, wie heißt der Typ? Dieser männliche Rivale von uns. Bell heißt ja die weibliche, wie heißt der männliche? Also er hat auf jeden Fall zu Bell gesagt, das war glaube ich sogar im ersten Part, den ich gedreht habe, hey Bell, du bist ja langsam wie ein Slowbro, also natürlich auf Englisch und ja, gut, Slowsis verletzt sich selbst. Ladybug ist aber auch nicht wirklich schlau und versucht uns nochmal zu verwirren und Slowbro bzw. Slowsis verletzt sich wieder selbst und Ladybug ist natürlich nicht so schlau und versucht uns erneut zu... Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, kann das sein? Superschalen und okay, jetzt nicht selbst verletzt, sehr schön. Wir sind durch die Konfusion durchgebrochen, wie man so schön sagt.
Okay, jetzt müssen wir am besten nochmal durch die Konfusion durchbrechen. Was durch die Konfusion? Durch die Verwirrung natürlich. Im Englischen heißt Confusion, deswegen bin ich ein bisschen konfusiert oder verwirrt. So, ein paar Erfahrungspunkte, damit haben wir schon fast Level 10. Das ist ja supi. Moment, wir gehen noch unsere Pokémon heilen. So, gehen wir hier rein. Pokémon heilen im Pokémon Center und dann fange ich einen Kampf an, damit der liebe Markus im nächsten Part mein Slowsis schön trainieren tut, tröten, und dann muss er es einfach trainieren, zumindest wechselt er es halt ein. Und ja, ich sag schon mal schönen Tag, liebe Leute, wir sehen uns im 12. Part und ja, bis dann Leute, schönen Tag noch und tüdelü.